Hallo miteinander, mein Name ist Jonas Biri von der Fachstelle für Open Government Data in Basel-Stadt und wir haben seit einem Jahr etwa das Datenportal data.bs.ch live. Auf diesem Datenportal sind aktuell Daten von 25 verschiedenen Stellen des Kantons stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aktuell sind es etwa 89 Datensätze. Sehr aktuell natürlich immer im Moment die Corona-Daten. Wir können hier filtern, zum Beispiel nach Volltext oder auch nach letzter Änderung, Herausgeber, Schlüsselwörter und so weiter. Aber schauen wir uns doch mal den Corona-Datensatz an, dann sehen wir gleich, was die Stärken dieses Datenportals sind. Erstens, man kommt direkt auf die Daten. Das heißt, wenn ich den Datensatz öffne, muss ich ihn nicht zuerst herunterladen und in Excel öffnen und dann die Analyse beginnen. Ich kann ihn natürlich unter dem Export-Tab hier in verschiedenen Formaten herunterladen. Aber Default-Ansicht ist die Tabelle. Ich kann hier sortieren, filtrieren, was auch immer ich möchte. Oder auch einbetten in eigene Websites. Unter Information sehe ich Text, der erklärt, wie die Daten zustande kommen, wer zuständig ist, wie oft sie aktualisiert werden. Ganz wichtig die Lizenz, was man mit diesen Daten machen kann. Und weiter unten sehen wir im Datensatzschema eine Erklärung jeder einzelnen Spalte. Auch eine tolle Funktion sind Weiterverwendung, falls jemand etwas macht mit diesen Daten und etwas publiziert, dann kann man diese hier registrieren und andere Leute kommen auf diese Weiterverwendung und werden darauf aufmerksam gemacht. Die Daten können direkt in der Plattform visualisiert werden, zum Beispiel die Anzahl Isolierte, Anzahl Kontaktpersonen in Quarantäne, Fälle, die in Basel bekannt sind und so weiter. Gewisse Visualisierungen haben wir schon vorbereitet, weil sie sehr oft angefragt werden. Und natürlich, die Daten können exportiert werden. Man kann aber auch direkt über API zugreifen und eine eigene Applikation mit diesen Daten bauen. Das heißt, es gibt keine Einschränkung, wie oft diese Daten abgegriffen werden können. Sehr spannend finde ich auch, dass es Kommentarfunktionen gibt. Es gibt eine Discuss-Einbindung. Das heißt, es gibt zwei Wege Kommunikation. Es ist nicht nur, dass wir Daten publizieren, sondern Leute können natürlich auch Fragen stellen und wir versuchen, diese möglichst schnell zu beantworten. Das ist das Datenportal Basel-Stadt und ich freue mich, dass ihr, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt und die Daten darin anschaut. Herzlichen Dank.